Augsburg in Iserlohn, der fünfte zu Gast beim vierten. Da war mächtig was los, keine Zeit für lange Vorreden. Erste Minute, Brooks Maciek und die Augsburger liegen schon hinten. Doch die Antwort der Panther postwendend, Oberg auf LeBlanc und der schlänzt die Scheibe mit der Rückhand zum Ausgleich. Augsburgs Trainer Mike Stewart noch ahnungslos von dem, was jetzt kommt. Die Roosters zwischen der 9. und 16. Minute im Rausch. Brooks Maciek mit seinen Toren 2 und 3 und der ehemalige Augsburger Louis Capurosso zum insgesamt 4:1 für Iserlohn nach dem ersten Drittel. Im zweiten Durchgang alles wie gehabt. Capurosso auf Maciek und der macht sein viertes Tor. Mitte des Spiels, dann aber wieder mal die Schwaben Bratton Stemmler mit viel Wut und einem Gewaltschuss zum 2:5 Anschluss, wenn man denn so will. 38. Minute, Iserlohn wieder mal in Überzahl und Ryan Button mit dem 6:2. Im Schlussdrittel dann wieder mal die Augsburger, 2 Minuten gespielt, erneut Stemmler mit viel Wucht, nur noch 3:6. Hoffnung bei Stewart, geht da noch was? Nein, denn Marc Friedrich 8 Minuten vor Spielende nach einer super Kombination der Roosters zum 7:3. Ganz zum Schluss dann immerhin noch mal ein Aufbäumen. Adrian Grigil mit 2 Toren zum 5:7 Endstand aus Augsburger Sicht.